Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz. Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner. Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Mit großer Wirkung. Eine gute Sache. Bereit zum Durchstarten? Wertgeschätzt, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe eine tolle Woche hinter euch. Und ich habe ein neues Thema mitgebracht. Wie kann ich es am besten erklären? Und zwar betrifft es das Thema Change Management, Änderungsbereitschaft, Bequemlichkeit, Gewohnheiten. Wieso komme ich jetzt auf so ein Thema? Ganz einfach, wir haben in den letzten Wochen, kann man schon sagen, jetzt vermehrt Gespräche geführt, zum Teil auch aus dem Netzwerk hereingetragen, wo wir einfach feststellen, dass eine Konstellation dazu führt, dass bestimmte Digitalisierungsprojekte einfach nicht angegangen werden oder auch blockiert oder sogar sabotiert werden. Und mir war es jetzt wichtig, das mal zu teilen, weil ich gerne auch aus der Community mal erfahren möchte, ob ihr das ähnlich vorfindet. Und darum geht es heute in der Podcast-Folge Wertgeschätzt. Und lass uns doch mal starten. Ich würde ganz konkret Beispiele mit reinnehmen und auf der Basis mal ein bisschen diskutieren und hoffe, dass die Folge euch einige Impulse nochmal bringt. Mich würde es dann auch nochmal interessieren, wie ihr mit solchen Konflikten, mit Änderungsbereitschaft innerhalb des Teams umgeht. Und zwar ein Beispiel, IT-Fachbereich. Ihr kennt bestimmt das Bild, jetzt müsst ihr das mal vorstellen, von Rocky, der Kampf, wie er im Boxkampf steht. Und so ist das manchmal auch von der Konstellation Fachbereich und IT. Also wir haben das Thema schon öfters gehabt, aber dass das noch so ein Konfliktpotenzial gibt und dass sich dann Menschen in Terminen richtig streiten oder im Nachgang tatsächlich der Betriebsrat eingeschaltet werden muss. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir aus diesem Thema langsam rauskommen. Aber es ist leider nicht so. Und was keiner versteht oder gerade Entscheider oder Unternehmer dann nicht verstehen, was das eigentlich für Kosten verursacht innerhalb des Unternehmens, das sind versteckte Kosten. Aber das Thema ist ja auch, ihr kommt ja auch keinen Schritt weiter. In dem konkreten Fall war es halt so, dass die IT-Leitung einen Bedarf gesehen hat bei sich im Unternehmen. Wir haben dort wieder festgestellt, hey, wir haben verteilte Datensysteme, wir haben da eine Warenwirtschaft, es gibt da ein Finanzsystem, es gibt auch zukünftig eine Produktion mit IoT-Daten und diese Daten sollen halt miteinander kombiniert werden. Es soll eine konsolidierte Datensicht auch erfolgen, dass man wirklich auch was mit den Daten anfangen kann. So, und der Fachbereich bestand jetzt hier aus dem klassischen Controlling, der im ersten Moment natürlich die finanziellen, also die Finanzcontrolling-Berichte betreut. Er hat natürlich mit den IoT-Daten erstmal nichts zu tun, aber in dem Gespräch war es ganz normal, dass man mal über die Möglichkeiten diskutiert hat, auf was sollte man achten, wie könnte man gewisse Teile automatisieren. Und in dem Gespräch stellte sich sofort eine Abneigung da. Also das ist schon wieder sehr interessant, dass jemand mit einem Impuls reinkommt. Es war jetzt auch kein Verkaufsgespräch für eine Software, sondern einfach mal zu schauen, was ist der Ist-Stand, wo möchte man tatsächlich hin. Es war jetzt auch kein Stakeholder oder Entscheider dabei aus der Geschäftsleitung, sondern Fachbereich und IT. Und ich fand das deshalb spannend, das Gespräch, weil da kommt jemand, er merkt, okay, da gibt es Defizite, wo das Unternehmen definitiv besser aufgestellt werden sein kann. Und dann gibt es auf der anderen Seite jemand, der es noch nicht mal zugelassen hat, dass diese Diskussion geführt werden konnte, sondern es wurde sofort eine Abwehrhaltung eingenommen und Nebelbomben immer reingeschmissen, die mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat, damit man halt ablenkte und sich auf diese eingeworfenen Themen erstmal beschäftigt hat. Und man hat immer Schwierigkeiten gehabt, wieder zu dem eigentlichen Thema zu kommen, zu sagen, hey, in deinem Bereich, also jetzt in dem Bereich des Fachbereichs Mitarbeiters, da sind manuelle Prozesse, die sehr aufwendig sind. Und vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dir zu helfen, das zu verbessern. Und
es war nicht möglich, in einem Dialog oder einem konstruktiven Dialog, sondern es verschlimmerte sich in dem Gespräch, dass eher Vorwürfe gemacht wurden. Und das hilft natürlich keinem. Ganz ehrlich, also ich habe das von außen betrachtet, habe natürlich versucht, die beiden wieder zusammenzukriegen. Aber ich muss schon sagen, dass das ja auch dass ein Verhalten ist, was entweder da zeigt, dass derjenige Angst hat, also aus dem Bestehenden, aus dieser Komfortzone herauszugehen, zu sagen, ich bin jetzt mal offen. Er verlässt ja auch seine Expertise. Wenn ich jetzt wieder meine Daten manuell zusammenschaufel in Excel und baue mir meine eigenen Programmierstrecken, dann habe ich ja eine Daseinsberechtigung. Ob jetzt gut oder schlecht, das will ich erstmal gar nicht bewerten. Aber es ist ja wichtig, finde ich, und auch fair, wenn man diesen Prozess erstmal transparent macht. Man muss ja nicht sofort alles wegschmeißen, sondern da hat sich ja jemand Arbeit gemacht und auch Gedanken gemacht, wie man das abbilden kann. Aber wenn andere betroffen sind, beispielsweise wenn die Person krank ist oder im Urlaub und auf einmal kracht der Prozess und andere haben extreme Schwierigkeiten, das Ganze nachzuvollziehen, weil es nicht dokumentiert ist, weil da Spaghetti-Code drin ist, dann finde ich das nicht fair. Und wenn dann die Person darauf hinweist und sagt, das sorgt dafür, dass ich Stress kriege, wenn du nicht da bist, und solche Dinge brechen wieder ab, und man merkt, dass die Gegenpartei da überhaupt sich nicht drauf einlässt und auch mal Verständnis hat für den anderen, dann haben wir da echt ein Problem im Unternehmen, weil das sind Wasserköpfe, die sich da bilden, die ihre Hand auf solche Themen halten, und ich habe ja gar keine Möglichkeit, meinen Impuls. Und der schlimmste Satz, der daraus folgte, fand ich, wenn ich das nicht für gut heiße und das nicht mir gefällt, da geht das gar nicht an die Geschäftsführung. Ich brauche nur ein Wort sagen und dann ist das Thema tot. Und wenn man sich das anhört, denkt man wirklich, hey Leute, das geht dann an die Unternehmer. Ihr habt gar keine andere Wahl mehr. Ihr müsst zum Beispiel das Thema der Datenstrategie, also es ist zukünftig einfach nicht mehr die Kür, die Daten irgendwie zusammenzukriegen, sondern es wird die Pflicht sein, dass ihr Datenprodukte, ich gehe jetzt weiter, Datenprodukte entwickelt. Was meine ich damit ganz konkret? Ihr müsst mit den Daten Geld verdienen zukünftig. Ihr müsst Produkte bauen, die auf Daten basieren. Oder ihr müsst tatsächlich mal mit KI-Anwendungsfällen zukünftig arbeiten, Optimierung herbeizuführen, wenn das möglich ist. Na, es gibt ja Branchen oder Bereiche, wo es halt vielleicht nicht möglich ist. Aber da müsst ihr euch mit beschäftigen. Und dann dürft ihr euch, ehrlich gesagt, nicht mehr mit solchen Dingen auseinandersetzen, dass da ein einzelner Mitarbeiter die Hoheit hat und entscheidet, wie der Prozess zu laufen hat. Aber das Schlimme daran ist, dass die Entscheider und die Stakeholder das gar nicht wissen. Denen ist das nicht bewusst oder sie wollen sich nicht damit beschäftigen, weil es lief ja immer schon. Und dann baut man halt einen Excel-Bericht oder nimmt ein Analysewerkzeug und geht auf die Quellsysteme drauf. Es ist ja auch egal, wenn auf einmal die Performance einbricht, wenn ich auf ein Quellsystem zugreife. Das sind nämlich genau die Dinge, die mich da passieren. Und dann wundert man sich, dass der operative Prozess vielleicht nicht läuft. Und das sind alles Themen, wo ich mir langsam die Frage stelle, wie wollen wir das Ganze denn schaffen, wenn wir solche Blockierer im Unternehmen haben, die nicht bereit sind, ihre Tätigkeiten offenzulegen, den Prozess offenzulegen und es zulassen, dass man ihnen eigentlich hilft. Es ist ja nicht so, dass der in dem Fall der Controller abgeschafft werden sollte, sondern eigentlich war die Idee, ihm das Leben zu erleichtern in Form von Automatisierung der Datenstrecken und dass er dann mehr aus den Daten ziehen kann. Also dass er dann wirklich in die Entscheidungsfindung gehen kann und vielleicht dem Geschäftsführer oder den entsprechenden Leitern Entscheidungshilfe geben kann. Aber sich darauf festzunageln und oder zu greifen und zu sagen, hey, das will ich überhaupt nicht ändern, ist nicht in Ordnung. Zweites Beispiel kann ich euch auch mitbringen vom größeren Unternehmen im Bereich Qualitätsmanagement. Gleiches Prinzip, da ist jemand schon angesprochen worden aus dem Fachbereich heraus, um zu sagen, hey, du hast da auch was gebaut, was manuell ist, also ein Thema wieder Schatten-IT, ohne dich mal mit den IT-Mitarbeitern auseinanderzusetzen, ob man da nicht eine einheitliche Plattform einsetzen kann. Da war das so, nee, ich möchte das gar nicht. Die anderen, also das wäre ja alles ganz einfach, das wäre ja selbsterklärend. Und in dem Gespräch habe ich dann auch versucht, mal die Brücke zu schlagen und zu sagen, hey, nur weil du das selbsterklärend für dich erfindest, heißt das noch nicht, dass andere das genauso empfinden. Und es kann ja auch sein, dass die anderen
Mitarbeiter sich gar nicht trauen, mal mit dir ins Gespräch zu gehen, weil sie halt Angst haben, dass sie halt sich schlechter stellen bezüglich der Qualifikation. Und das war auch das Ergebnis. Ja, das ist dann halt so, entweder man beschäftigt sich mit solchen Themen oder man ist so blöd dazu. Ey, das ist doch keine Aussage. Und sich da dann wieder, auch da wird die Hand drauf gehalten, eine gewisse Daseinsberechtigung wird da auf einmal generiert, obwohl sie gar nicht sein müsste. Und das ist auch einer der Gründe, und da spricht ja auch keiner darüber. Oder findet ihr solche Beiträge bei LinkedIn, wo über solche Sachen oder im Social Media, wo über solche Konflikte mal gesprochen werden, das stresst die Gegenpartei. Die wissen nämlich gar nicht mehr, wie sie das Ganze um. Und das sind keine Einzelfälle. Es gibt weitere Rückmeldungen aus den Gesprächen, dass man dann gesagt hat, ich würde ja gerne, ich habe es verstanden. Ich habe es jetzt als Geschäftsführer verstanden, dass wir was tun müssen. Und wir können auch nicht direkt mit KI starten, sondern wir müssen unsere Prozesse verschlanken. Wir müssen diese manuellen Tätigkeiten abschaffen. Aber ich habe da einen Mitarbeiter sitzen, der hält die Hand drauf und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist doch die Herausforderung, die viele Unternehmen haben, weil die Technologie, die wir da alle einsetzen, ob von Microsoft und Co., exemplarisch, das ist ja nicht der Grund, warum es scheitert, sondern man sieht es ja, es scheitert, weil Mitarbeiter oder Menschen nicht miteinander können, ihre eigenen Ziele verfolgen und auch nicht in der Lage sind, als Team zu arbeiten. Und ich frage mich manchmal, woran liegt das? Wir können uns das, glaube ich, aktuell gar nicht erlauben, dass wir so miteinander umgehen, miteinander arbeiten, sondern seid doch mal offen, zeigt euch, zeigt das, was ihr macht. Ihr macht ja gute Arbeit. Also nochmal, der Fachbereich oder die IT, die solche, auch wenn es solche Schatten-IT-Geschichten sind, da sind ja Ideen reingeflossen, Impulse reingeflossen und war sicherlich auch, hat das alles seine Gründe gehabt. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass solche Hoheitsgebiete aufgemacht werden dürfen, sondern das geht eher dann an die Entscheider, dass ihr reinguckt. Ihr habt die Verantwortung. Warum? Weil es darf nicht sein, dass Mitarbeiter sich auf der gleichen Hierarchie eben in die Wolle kriegen, weil die können eh nichts miteinander ausrichten. Ihr Entscheider müsst sich solche Probleme annehmen, ihr müsst sie identifizieren, ihr müsst nachfragen, ihr müsst euch um eure Prozesse kümmern, um frühzeitig solche Konflikte aufzudecken. Weil was ist die Konsequenz? Irgendeiner ist von den beiden ja dann frustriert und irgendwann kann es auch passieren, dass dann einer dieser Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Und ich glaube, ihr könnt euch das nicht mehr erlauben, weil wir suchen ja alle Fachkräfte. Und wenn durch solche Geschichten Teams auseinanderbrechen, ist das schon ziemlich kritisch. Und ich hatte das selber in meiner beruflichen Laufbahn, dass wir in unserer Abteilung damals auch ein tolles Datenteam hatten, aber es gab zwei Personen, die konnten überhaupt nicht miteinander. Und die Führungskraft ist nicht in die Konflikte reingegangen und hat die Konflikte aufgelöst. Stattdessen wurden immer Einzelgespräche geführt, aber es hat nicht geholfen. Klar, man durfte dort mal die Themen fallen lassen, aber dass ich ja mal wirklich darum geschaut habe, woran liegt das, was kann man jetzt unternehmen? Ja, und der schlimmste Fall, der eintreten kann, die Person, die das Team vergiftet oder dieses Projekt vergiftet, muss dann vielleicht rausgenommen werden. Ja, das ist ein schwieriges Thema, ich weiß. Aber es bringt auch keinem was, das irgendwie künstlich am Leben zu halten. Und diese Frustration schwillt ja. Also man kann ja gar nicht mehr dann gemeinsam irgendwelche Themen erfolgreich umsetzen. Und das wollte ich heute in der Folge nochmal mitgeben. Wir werden das auch zukünftig mal ein bisschen weiter bearbeiten, das Thema, weil es ist vermehrt. Es ist nicht nur ein, zwei Mal, wo man gesagt aus den Gesprächen, okay, das ist jetzt bei denen, sondern es tritt tatsächlich vermehrt aus. Und wir hatten auch vor kurzem eine Veranstaltung, wo im Nachgang beim Mittagessen über solche Themen gesprochen wurde und es wurde einfach auch da wieder bestätigt. Und wenn man dann mal gezielt im Netzwerk umfragt, ist das auch einer Gründe, warum die meisten Leute auch gar keinen Bock mehr haben auf solche Projekte, weil die einfach momentan auch anstrengend sind. Also sind wir doch mal ehrlich, solche Digitalisierungsprojekte, wie wir sie machen in dem Bereich Business Intelligence und Data Warehousing, die kriegst du ja nicht geschenkt. Das ist echt verdammt viel Arbeit, egal mit welcher Technologie. Wir müssen ja die Technologie beherrschen, wir müssen die Fachlichkeit beherrschen, wir müssen auch den Anforderungen gerecht werden, die der Fachbereich stellt. Die IT muss schauen, wie sie die Infrastruktur bereitstellt. Das sind ja schwierige Themen und wenn dann noch solche Konflikte mit reinkommen, wo man einfach merkt, das macht gar keinen Spaß mehr, diese Arbeit, dann
scheitern solche Projekte? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Schaut bei euch hin, das Thema Change Management genauer mal zu betrachten, wenn ich solche Projekte starte, mal zu gucken, wen muss ich denn abholen? Wer ist für das Projekt? Wer ist gegen das Projekt? Und gibt es Konstellationen, wo ich direkt schon weiß, das wird nicht miteinander funktionieren? Das muss im Vorfeld identifiziert werden und es müssen vielleicht Mentoren mit reingenommen werden, die vielleicht im Vorfeld sich das mal anschauen und mal ein Bild abgeben und versuchen vielleicht auch zu vermitteln, weil das kriegt man nicht immer innerhalb des Unternehmens. Klar kann man persönliche Gespräche auch führen, aber manchmal hilft es ja, wenn jemand von außen da mal neutral dran geht und versucht zu vermitteln und das Ganze mal. Und es ist ja in der Regel, muss man ja sagen, man muss ja unter der Zwiebel mal gucken, was ist denn da eigentlich los? Also jetzt nochmal das Beispiel vom Anfang mit dem Controller. Man ist ja gar nicht so tief reingegangen, um zu verstehen, warum hält er denn die Hände da drauf und möchte nicht, dass man da reinguckt. Kann es sein, dass er dann Angst hat, dass seine Expertise fehlt, dass er sich in der neuen Welt reinarbeiten muss, wo er vielleicht dann nicht der Beste ist? Wir wissen es alle nicht. Aber das meine ich halt, man muss sich mit den Menschen intensiver beschäftigen. Es reicht halt nicht mehr, irgendwas dahin zu legen, sondern zu hinterfragen, gibt es Ängste, Sorgen, das mit reinzunehmen. Klar, wenn das alles nicht hilft und da jemand absichtlich böswillig agiert, das möchte ich jetzt keinem unterstellen, aber dann muss man den Stecker ziehen und sagen, sorry, dann gehörst du auch hier nicht ins Unternehmen, passt nicht zur Kultur. Das sind halt auch nochmal wichtige Themen oder Punkte, die ich hier mit aufführen wollte. Also, hoffe, die Folge hat euch wieder mal gefallen. Das war jetzt eher eine Mindset-Folge. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder beim nächsten Mal hören. Übrigens, die Aktion geht noch weiter. 33 Impulse für einfache Datenstrategien, das neue Buch von mir. Geht mal in die Shownotes. Es gibt noch die Möglichkeit, dieses Buch kostenlos zu erwerben. Statt 28 Euro über Amazon und Co. könnt ihr das bei uns für 0 Euro. Ihr müsst nur die Versandpauschale bezahlen. Und da sind solche Themen halt auch mit drin. Wie geht man damit um? Datenkultur, also nicht nur rein technologisch, sondern wie hole ich Menschen ab? Weil die Projekte werden halt mit Menschen gemacht. Also habt eine gute Woche und bis bald. Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.